Und jetzt gib noch einen Kuss an die Zuschauer. Nein, ich gebe keinen Kuss. Komm, auf Auge. Ich gebe gar nichts. Fürs, ich krieg für den Sieg. Derby-Sieger, nein. Derby-Sieger, hey! Du musst schon überlegen, fürs gute Karma musst du doch jetzt einen Kuss geben. Ich küsse nicht. Ich küsse nur einen und das ist meine Freundin. Leute, bei Vlog 90. Also heute ist der Mittwoch, am Montag war ja Ostern. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Einen schönen Tag noch bei dem Vlog. Schaut mal, einen schönen Tag bei dem Vlog. Viel Spaß bei dem Vlog. Viel Spaß bei dem Vlog. Einen schönen Tag bei dem Vlog. Ich bin sowas nicht gewohnt, Alter. Wir gehen. Hier da hinten sind die Kartmarket Boys. Kann ich rein zu? Boah. Das ist das Gesicht von jemandem, der einfach Bock hat. So, wir gehen mal kurz rüber. Jonathan, wie geht es dir? Wie findest du eigentlich, dass du jedes Mal anders genannt wirst? Jonathan, Jonas, Jonas Brother. Du Jonas hast... Brother war schon Legende. Jonas Brother ist schon gut. Ja. Was machen sie denn Schönes? Ich cutte diese Box. Ich denke immer, du machst Videos. Ich cutte diese Videos. Diese Box hier. Das hast du mich angesteckt in diese Videos. Pack die aus, stell die so hin. Das mache ich mit fast allen. Manchmal ist es sogar eingepackt besser. Warum machst du das so? Dann kannst du das besser greifen, wenn du was vorne brauchst. Und sieht generell schöner aus, gell? Wie geil das Auto. Also Lager ist eigentlich echt, Lager ist gerade sehr schön. Das sieht schon ganz nice aus, ne? Das Intro an einem Mittwoch gedreht. Weil Montag war und Dienstag haben wir nichts, und Dienstag mussten wir halt aufräumen, so deswegen. Und diesmal war echt viel los. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ich grüße nochmal meine Eltern, hallo. Wusstest du das? Deine Eltern? Die schauen sogar die Videos, ne? Alle? Vlogs. Vlogs gucken sie mal, um zu gucken, ob du Scheiße baust. Okay. Nein, wir gehen jetzt mal kurz zum Aronski, der freut sich. Was sagst du eigentlich, weil das ist ja jetzt Mittwoch, die Leute sehen das am Sonntag, was sagst du eigentlich dazu, dass Lautern gestern gewonnen hat? Das war nichts Falsches. Das darf ich hier nicht sagen, sonst werde ich gesteinigt. Okay, komm, wir gehen nach vorne. Ich gehe außen rum, bevor der Aaron mich erschlägt, weil ich dann in seinem Weg bin. Wer hat gewonnen? Raus! Wer hat gewonnen? Auda hier! Wer hat gewonnen? Lautre! Deine Stimme klingt einfach, das ist Erotik pur. Fast genauso wie diese Karte, die, richtig, jetzt gekauft wird, und zwar für Zwanni. Zwambo, nee. Haben wir, danke, Bruder. Danke. Wir haben es versucht, gell? Wir haben es versucht. Das war mein Pack, ich hab's ihm gegeben. Guck mal, und du machst nicht mal Ehrenpreis. Nicht mal für ihn. So, es ist kurz vor 18 Uhr. Es ist die letzte Stunde des regulären Ladenbetriebs, würde ich jetzt mal so behaupten. Ab 19 Uhr wird gespielt, gezockt. Heute Mittwoch, sprich Bandai-Tag, sprich One Piece und Digimon. Und zusätzlich noch gibt es Tabletop. Wir gehen jetzt kurz zum Tabletop-Master himself. Guten Tag. Hello. Was wird gegen was gespielt, wenn ich fragen darf? Es spielen die Separatisten gegen das Imperium. Darth Vader gegen Darth Maul. Okay. Böse gegen Böse. Ja. Legendäres Battle. Also es sieht... Ja, ich finde es immer krass, wie viele Würfel man da noch braucht, ey. Also hier wird gespielt, hier hinten wird auch gerade aufgebaut, vorbereitet zum Spielen. Hier sind schon ein paar One-Piece-Leute. Einmal winken für den Vlog. der Wink. Nein. So, vielleicht können wir jetzt. Was wird heute Abend gespielt? One Piece. Nein, ich meine welches Deck? Uta. Bist du? Ace oder Yamato? White Beard. Legends never die. Raichu. Irgendwas Rotes. Corona. Es ist 19.47 Uhr. Der liebe Nils und der Aaron sind jetzt heimgegangen. Kartmarket Team ist also auf dem Weg nach Hause. Und ich halte noch die Stellung für One Piece. Wie lief die erste Runde? Schlecht. Was hast du gespielt und wie lief's? Kaido, 1-0. Wie lief die erste Runde? Furchtbar. So, ich habe gerade jemandem Hausverbot verteilt. Der ist jetzt auf einmal ruhig. Nein, Quatsch, ja, Spaß. Locals sind fertig. Wir haben jetzt 10:30. 5 Runden gab's. 27 Spieler, glaube ich, insgesamt. Ich bin 3-2 gegangen.
mit Yamato. Schönes, gutes Deck. Die Leute kommen jetzt langsam nach vorne, holen sich ihre Packs ab. Und dann war schön, dass die da waren. Aber ist auch schön, dass ihr wieder geht, weil ich bin müde. Und ich gehe jetzt schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Donnerstag bedeutet meistens Yu-Gi-Oh! Und Commander, beziehungsweise meistens immer. Und ich bin jetzt mal wieder zurück. Und ja, schauen wir doch mal, was der Donnerstag noch so bringt. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Viel Spaß am Donnerstag, macht's gut. So, Kaffee ist gezogen, natürlich in einer wunderschönen Zelda-Tasse. Und der Aaron ist auch schon da. Und der geht jetzt natürlich gucken, ob der Fahrstuhl schon an ist. Aber der Daniel war fleißig und intelligent, hat das alles schon gemacht. Und da-ta-ta-ta, gucken Sie euch diesen wunderschönen Mann an. Aaron! Der nimmt natürlich einen anderen Koffeinkick. Ich mit Kaffee, er mit... Let's go! Auf der Skala von 1 bis 10, wie müde bist du? 11. Das ist ja mehr wie 10. Donnerstag! Ich gehe mal E-Mails checken. Sind Sie der neue Versandmitarbeiter vom Card-Market-Team? Grundlegend bin ich schon immer Mitarbeiter überall, wo man mich gebraucht hat. Das war noch nie anders da hier. Das ist ein mega krasser Abroller. Ja, ja, da muss ich improvisiere jetzt. Ein neuer Abroller kommt, ist bestellt, aber wir bauen uns jetzt irgendwas, wie das gut funktionieren kann. Ich bin mir nur nicht sicher, was ich baue. Ich liebe euch mit einer Cola-Flasche oder mit einem Einkaufskorb, mit einem Rode, wenn man den schwer genug macht und begriffen, ihr könnt das im Griff hängen und dann könnt ihr vielleicht abziehen und schneiden besser. Bau doch mal und dann seht ihr euch gleich. Oder ich hole einen Nagel und hau einfach einen Nagel beim Aaron in den Tisch. Und dann kann das hier immer so hängen und man kann es so abziehen. Das klingt auch gut. Und ich gehe hin, so wie du das früher gemacht hast. Du kennst es dann noch. Geht einfach hier und machst hier, wie lange ich die brauche, so vielleicht. Und mach die hier immer so ein paar und arbeite dann vor. Wie Tesafilm. Tische? Eins im anderen. Wir kommen im Laufe des Tages nochmal auf dich zurück. Okay. A few minutes later. So. Update. Wir sind jetzt, wie viele Stunden später? Fünf. Wann habe ich noch? Ich war um 9. Hier, ja. Sagen wir mal 9:30. 9:30, jetzt ist 2:30. So, schieß los. Ich finde den Job super. How was the feeling? The feeling ist super, weil wenn es klappt, klappt es. Es sind immer dieselbe Arbeits-, also immer dieselbe Arbeitsgänge oder Aufträge, nennt es wie du willst. Der Workflow bleibt gleich. Wenn es klappt, macht es jemand anderes. Genau, wenn es nicht klappt, gibt man es weiter. No front, aber ich will behaupten, ich verschicke vermutlich schneller, wie der das sonst verschickt. Also ich kann raus, dass ich nicht mehr alles kann. Eigentlich ist es, ich mag den Job. Wenn ich jetzt noch meine Kopfhörer dabei höre, dann könnt ihr den ganzen Tag Hörbücher hören. Und ist da so ein bisschen eingefuchst und es ist ja wirklich immer dasselbe. Macht das schon Spaß und dann kann man das schon auf einem echt schnellen Level machen. I like. Ich mag den Platz. Der Aaron hat mir sogar ein bisschen Beinfreiheit eingeräumt, weil ich das verstehen kann, wie man hier so sitzen kann. Da würden mir den ganzen Tag die Beine einschlafen. Also grundlegend, genau das, was der Aaron macht. Ich bin halt nicht so Ballett, war nicht meins früher. Aber der Aaron sitzt da so, richtig. Der kann die Beine, der schlägt die nicht übereinander, sondern ineinander. Ist der ein Schlange? Der ist ein Schlange. Der Ska. Ska? Heißt der Ska? Nein, das ist, wie heißt der? Ska ist der Tiger. Das ist Tipps. Was? In Deutsch kann der nicht Tipps heißen. Wie heißt denn der? Die Schlange Hiss, heißt Hiss, Ska, Hiss, nein. Hiss. Doch, Hiss. Heißt Hiss. Das sind ja jetzt keine Daten mehr, die man zeigt. Ska ist der doch. Löwe bei Sim. Dschungelbuch. A. Ah. Ich wusste irgendwas mit A. Ja, bei Robin Hood heißt der halt Hiss. Ist K. Ich, weil es Schlange ist, heißt es K. Ruhige Woche, kurze Woche. Stimmt. Weil es war Feiertage, Feiertag, der Daniel hatte Geburtstag, an alle Zuschauer aus Saarbrücken, die haben im DFB-Pokal Halbfinale gegen uns verloren, muss ich ihn raus. Wir fahren nach Berlin, nicht ihr. Und darum ist die Woche ein bisschen kurz und heute muss ein bisschen Gas gegeben werden. Und darum
Sind wir heute alle oben? Turbo-Modus. Was machst du? Weil, natürlich, nee. Der Aaron zeigt euch jetzt nein. Quasi, dass Hemdfreitag ist. Ja? Grüße gehen raus, wir gehen in den Freitag. Macht's gut, das war der Donnerstag. Danny sagt tschüss. Tschüss, bis morgen. Du guckst nicht mehr in die Kamera. Ich bin so. Aaron! Was ist heute? Hemdenfreitag. Hast du dich auch schon gefilmt, Daniel? Nein, ich habe ja gestern gesagt, wir zeigen dich zuerst, weil du bist der Prädestinierer des Hemdenfreitags. Du meinst, weil ich der Erschaffer vom Hemdenfreitag bin. Bestimmt. Der Erschaffer. Hemdenfreitag bei Aaron. Und Aaron, guck mal, Hemdenfreitag bei uns. Wisst ihr, wer gestern gesagt hat, das weiß er selbst. Wo ist er denn hin? Ich suche ihn. Der macht was ganz Besonderes. Und ratet mal, was er nicht getan hat. Moment, ich suche ihn. Ich bin auf der Suche. Wo versteckt er sich denn? Unser neuer Mitarbeiter im Card-Market-Team. Verschwunden. Ich glaube, der ist ein Zauberer. Das ist wirklich ein Zauberer. Houdini. Hemdenfreitag. Gehen wir mal später noch durch die Reihen und gucken, wer alles ein Hemd an hat. Ansonsten, viel Card-Market. Dreh doch mal die Kamera um, du Hemdenfreitag-Dude. Nicht Hemdenfreitag. Willkommen im Hemdenfreitag. Ich hab vorhin schon den Hemdenfreitag anmoderiert mit dem Aaron, und da ich nicht jedem Trend hinterher renne, bin ich heute nicht im Hemdenfreitag. Ja. Du hast immer vergessen. Ich bin auch, aber schon viel länger. Der hat viel mehr Zeit gehabt, um uns fertig zu machen. Bis der aus dem Bett kommt, bin ich ja schon hier. Ja, genau. Ihr kennt es vielleicht schon, es gibt eine neue oder eine seit 3 Monaten eine Plattform hier in Deutschland für Streaming, für Auktionen, Einzelkarten, Boxbreaks, Sealed-Produkte zu verkaufen, nennt sich whatnot. Der Daniel und ich haben jetzt lange hin und her und haben uns lang nicht dagegen gewehrt, aber waren lang kein Fan, weil die Plattform, die davor genutzt wurde, uns nicht so gefallen hat. Jetzt haben wir uns das Ganze mal angehört, haben uns dann mal so anbinden gelassen und jetzt geht die Werbung hoffentlich morgen raus. Und wenn ihr das jetzt seht, ist Sonntag, bedeutet am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr sind wir das erste Mal live auf Whatnot. Es wird einen Code geben, mit dem ihr euch, wenn ihr euch bei Whatnot das erste Mal anmeldet, einen 15€ Freigutschein bekommt, also Freiguthaben bekommt. Den Code blende ich euch jetzt hier unten ein. Und. Das ist ein Link. Das ist ein Link? Dann ist es ein Link. Steht in der Videobeschreibung. Dann steht in der Videobeschreibung, aber hier kommt er trotzdem nochmal, dass ihr es gesehen habt. Und da schauen wir mal. Das Ganze ist halt, man kann super easy Giveaways abhalten. Man kann die, nennen wir es mal, Shows, die Streams, um einiges viel besser vorbereiten wie bei Twitch. Man braucht nicht unseren Job im Hintergrund, bedeutet, wir könnten öfter streamen, weil der Daniel und ich auch von zu Hause aus streamen könnten. Vielleicht kriegen wir dann auch noch den einen oder anderen Streaming-Partner dazu, der Bock hat. Wir liebäugeln da ein bisschen mit dem Kai, aber erst müssen wir probieren. Und ja, seid dabei. Mittwoch, Whatnot, erster Stream. Ich hoffe, wir reißen die Bude ab und wir werden direkt am darauf folgende Tag Donnerstag wieder da sein. Daniel, machen wir Runde 1 vom Hemdenfreitag. Runde 1. Weiter geht's. Wir suchen noch Menschen mit Hemd. So, ihr Liebe. Liebe Leute, Kerbegest, Hemdenfreitag. Nummer 2. Nummer 2, 3. Da kommt ein Gino. Gino! 4. 5. 6. 7. 8. Ah, am Hemdenfreitag jetzt verstehst du. Ja, klar, logisch. 8. Wir suchen noch mehr. Bluse, Hemde, egal. 9. 10. 11. Oh, guck mal, das Jens unbewusst. Der Jens unbewusst. Das ist kein Hemd. Komm, Hemdenfreitag. 12. Noch jemand. Oh, da ist noch eins. Geil. Der hat's auch nicht gewuscht, aber er fühlt sich jetzt ertappt, weil er Hemd auch hat. Hemdenfreitag. Danke. Sehr gut. So, 13. Das bringt jetzt schon Unglück, oder? Das ist jetzt schlecht. Ah, ist das so? 13. Ah, stopp, ich? 14. Geil. Wie klatsche ich mich selbst ab? Ich will die Kamera gehört. 14. Ne, jetzt ist er dran. Wenn ihr das gerade gehört hättet, auf Cam. Es ist Samstag, der Michael und ich, wir machen heute Laden. Und ich laufe jetzt nochmal mit euch rum und zeige euch, was hier samstags los ist. Solltet ihr noch nicht da gewesen sein, kommt bei uns vorbei. Und ansonsten hoffe ich euch schon wieder. Hörst du es? Wollen wir kurz rausgehen? Keine Ahnung, ich würde es sehen. Geh mal kurz gucken. Schon wieder wild. Letztes Mal standen da schon wieder welche vor der Mall. Da wollte ich eigentlich auch mal gucken gehen. Oh no. Das ist Demonstration hier. Warte kurz. Ach so. Hier wird demonstriert.
aber mit Live-Musik. Ich zeige euch jetzt mal, was heute samstags im Laden los ist, weil wir haben ein paar Turniere. So, weil heute ist Yugi Brawl, ne? Genau, heute ist Brawl. Heute ist Brawl. 25 Spieler, also ein recht entspannter Samstag eigentlich. One Piece. Digimon ist sehr, sehr ausgeschmälert leider. Vier wackere Kandidaten also da hinten im Eck. In der Mitte haben wir One Piece. Hier drüben ist alles Yugi, bis hier hoch. Und da drüben die einsamen Digi-Ritter. Aber an sich noch entspannt. Wir haben nur ein großes Event heute. Ja, Yugi halt. Geht voll. Später gab es schon nächste Woche ist Pre-Release Magic, freitags. Also, wenn ihr ein Ticket bei uns wollt, müsst ihr das bei uns bestellen. Dann könnt sagen, ihr. Wir jetzt seit einem Tag online. Weil wir haben das große Privileg, wir kriegen englische Pre-Release-Ware für Magic. Das heißt, das freitags Pre-Release-Event, solange der Vorrat reicht, ist englisch. Ja, ansonsten gibt es nämlich nur deutsche in Deutschland. Nur deutsche Pre-Release-Packs. Wir haben ein paar englische. Das heißt, wir veranstalten dann immer englische Pre-Releases bei uns, weil wir haben auch sehr, sehr viele Amerikaner Anteil bei uns. Das und das ist natürlich, also früher sind die mit einem Katalog gekommen, mit den Übersetzungen von den Karten drin, haben die Bilder abgeglichen, weil die konnten die heutigen Karten halt nicht lesen. Ja gut, wenn du halt spielen willst, ne, alles für den Dackel, alles für den Club, einfach halt zocken. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Vlog und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.